Schon in den letzten Jahren Friedrichs II. Wurden Gegenkönige aufgestellt. 1245 setzte das Konzil von Lyon den Kaiser ab. Der Versuch scheiterte. Nur Bischöfe und kein einziger weltlicher Fürst wählten anschließend den Landgrafen von Thüringen zum Gegenkönig. Heinrich Raspe IV. Starb bereits 9 Monate später. 1247 wurde Graf Wilhelm von Holland zum Gegenkönig gewählt. Friedrichs Sohn Konrad IV. Musste sich also nach dem Tod des Vaters gegen ihn durchsetzen. Auch Mordversuche gab es an Friedrich in Italien. Friedrich II. War überaus aktiv, als er am 13. Dezember 1250 mit 56 Jahren starb. Sein Tod wurde vom Papst bejubelt. O festlicher Tag! Feierlicher Erinnerung würdig, o Tag der Freude und ungeheurer Fröhlichkeit, o willkommener Tod, erwünschter Tod. Mit dem Tode Friedrichs II. Brach die staufische Herrschaft noch nicht zusammen. 1252 kam Konrad IV. Nach Italien, um sein Erbe zu sichern. Er starb allerdings bereits 1254. Neben ihm gab es noch außereheliche Kinder, die Friedrich noch zu Lebzeiten legitimiert hatte. So wurde Manfred 1258 König von Sizilien. Freilich versuchte der Papst vorher, eine andere Familie dort zu etablieren. Schließlich kam nach der Schlacht von Benevent 1266 Sizilien an Karl von Anjou. 1268 musste er sich bei Tagliacozzo erneut behaupten. Die Staufer gerieten nie in Vergessenheit. Friedrich I. und Friedrich II. Gelten als schillernde Persönlichkeiten des Mittelalters. Beide treten auch in unzähligen Sagen und Geschichten auf. So sollte ja Friedrich Barbarossa in einem Berg, dem Kyffhäuser, auf seine Wiederkehr warten. Friedrich II. Gilt als moderner, aufgeklärter Mensch, seiner Zeit um Jahrhunderte voraus. Zweifellos hat er gerade nördlich der Alpen großen Eindruck hinterlassen. Es nimmt nicht Wunder, dass sich nach 1250 immer wieder Betrüger als Friedrich II. Ausgaben. Er wird zu einem Mächtigen, der unter unbekannten Umständen starb und nach Jahren in Verborgenheit wiederkehrt. Das gibt es allerdings noch heute.